Das hat gerade noch gefehlt. Einen Tag vor dem Fronleichnamsfest brach vermutlich im Floßweg ein Wasserrohr mit bösen Auswirkungen, vor allem für Anlieger des Rosenwegs. Ja, also wir sind alarmiert worden zu einem Wasserrohrbruch in der Straßenwasserversorgung der Batonnef AG. Vor Ort haben wir auch festgestellt, dass hier wirklich im Rosenweg ganz viel Wasser auch aus den Gärten rausgelaufen kam. So war das erste Bild, was wir vor Augen hatten. Und haben dann eruiert, wo das Ganze herkam. Die Batonnef AG war inzwischen schon vor Ort, hat dann die Wasserversorgung abgedreht, soweit, dass kein Wasser mehr nachläuft. Und wir haben jetzt erstmal eine Erkundung gemacht und geschaut, welche Häuser alle betroffen sind. Und aktuell sieht es so aus, dass zwei Häuser mindestens betroffen sind. In einem steht das Wasser etwa hüfthoch im Keller, im anderen etwa kniehoch im Keller. Wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir das Wasser, was außen noch vor den Gebäuden steht, abpumpen, damit nichts mehr nachläuft. Und gehen dann her und kümmern uns danach um die Keller. Nicht nur das Wasser wurde abgestellt, auch vorsorglich der Strom. Aber es lässt sich trotz des Schadens auch Gutes berichten. Bei den Anwohnern dieses Grundstücks konnte zwar das Wasser vor dem kritischen Punkt gestoppt werden, wäre es weiter gestiegen, wäre eine Flutung der Keller durch Vorsorge vermutlich verhindert worden. Die Batonnef AG konnte noch keine Angaben zum Schadensfall machen.